Das waren natürlich gerade heftige Sachen. Wir wurden angegriffen. Ja, von irgendwelchen Gegenständen auf so einer Eisenbahnbrücke. Wir sind gerade so entkommen. Mehr schlecht als recht. Und damit herzlich willkommen zum neuen Alan Wake Part Nummer 9. Wir sind auf dem Weg zum Zugdepot. Und wie gesagt, also die Eisenbahnbrücke, das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, gerade das zu schaffen. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Leute, hier liegt eine Hochleistungstaschenlampe. Ja, drücke E zum Wechsel. Ich drücke E. Er wechselt sie aber irgendwie nicht. Ich kann die irgendwie nicht aufnehmen. Ah, jetzt. Jetzt funktioniert's. So, wir haben eine Hochleistungstaschenlampe, Leute. Alter, da ist ja der ganze Wald direkt hell. Das ist gut. Da passt natürlich mehr rein. Damit können wir hoffentlich etwas länger leuchten. So eine richtige Polizeitaschenlampe, wie bei den Amis, weißt du? Die Taschenlampen, die sie sich so auf die Schulter legen. Und hier, ey, ganz ehrlich, ich habe das Spiel ja noch nicht gespielt, ne? Beziehungsweise das letzte Mal vor 11 Jahren oder so. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, wirklich nicht. Ohne Scheiß. Aber das hier, ah, guck mal, ein Gaskanister, können wir drauf schießen. Aber das hier sieht mir aus wie eine Kampfarena. Das sieht mir aus, als ob hier gleich dieser komische Bulldozer rauskommt. Junge, Junge, Junge. Bevor wir da zu tief reingehen, sichern wir uns erstmal hier unser kleines Käffchen. Die Thermosflasche. Vielleicht ist auch nur Tee drin, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir looten nochmal so viel, wie es geht, bevor es hier losgeht. Also ganz ehrlich, diese komischen Kanister sind hier nicht umsonst, ne? Die komischen Kanister sind hier nicht umsonst, diese Gaskanister. Hier haben wir noch eine Leuchtfackel. Sehr gut. Ja, klettern ist nicht so die Stärke des Spiels hier. Oder kommen wir da hoch vielleicht? Nee. Aber hier eventuell. Ich finde hier noch ein kleines Geheimnis, aber nee, kannst du vergessen. Okay, gut, wir machen jetzt das Tor auf. Und ich glaube, wir kriegen richtig auf den Deckel jetzt. Ja, guck mal. Da kommen doch schon so ein paar Dudes. Ah! Mann, ich wollte doch auf... Okay, sehr gut, sehr gut. Lad mal nach. Bleib da, wo du bist. Oh Mann, ey. Der ist noch gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir schaffen es nicht. Wir sind einfach zu... Ja, es bringt ja mal gar nichts hier, was wir hier machen. Wir nehmen mal die Schrotflinte. Junge, 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 Junge. Also richtig schlecht. Ich würde mir das Let's Play an eurer Stelle echt nicht geben. Boah, ist das. Wir kriegen ja nur auf die Fresse hier. Das gibt's doch gar nicht. In der letzten Folge auch schon. Muss man hier alles nachladen, was wir hier so haben. So, okay, weiter geht's. Eieieiei. Das geht ja schon wirklich gut los. Da haben wir eine Lagerhalle. Lass uns da mal direkt reinschlürfen. Können wir hier die Tür nehmen? Nee, okay, alles klar. Wir gehen durchs offene Scheunentor. Scheint auch der einzige Weg zu sein, den wir hier... Oh nee, jetzt geht das schon wieder los. Komm, Hochleistungstaschenlampe, mach was! Das kann doch nicht sein. Ja, oh wow, oh wow. Noch nicht immer die Hochleistungstaschenlampe reicht aus, um den hier wegzulasern. Ich höre hier nur Mimimi, ne? Hey, kannst du vergessen. Okay, der eine ist gecrackt. Ist gut jetzt. Batterie wechseln.
Ey, wir brauchen, glaube ich, für diese Hochleistungstaschenlampe auch Hochleistungsbatterien. Die machen gar nicht mehr... Die machen das Ding gar nicht mehr so richtig voll. Also diese großen Cops, die sind schon hart. In light you can't, you can hurt them. Okay, im Licht können wir sie verletzen. Das ist eine Weisheit, die hat Alans Oma ihm schon erzählt. Die haben wir aufgesaugt wie die Muttermilch. Ein paar Fackeln. Du bist wieder relativ viel Ausrüstung. Oh, guck mal, ein Fernseher. Ich liebe ja diese Folgen. Ich bin gespannt, was für eine Folge wir diesmal hier haben. Los geht's. Ja. Wir halten die Fakten unseres Daseins. Es ist wieder soweit. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und Horror. Zu oft haben die Sterne recht. In Night Springs. Heute Abend Familientreffen. Journalist Alvin Derlitz' Reise zur Erforschung der Sitten einer Inselgemeinschaft in Night Springs war weniger als erfolgreich. Bis heute. Schön, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Alte Bräuche, örtliche Mythologie. Mein Redakteur liebt sowas. Nun, Mr. Derlitz, wir sind keine Ausstellungsstücke. Aber Sie haben uns Ihre Ernsthaftigkeit bewiesen. Oh, es ist mir ernst. Machen Sie alles wie sonst, ich halte mich raus und sehe zu. Eigentlich dachte ich, dass Sie uns helfen. Uns fehlt jemand. Und Sie hätten ein direkteres Erlebnis. Wirklich? Natürlich, Mr. Derlitz. Tja, das ist wohl das Mindeste. Was soll ich tun? Oh, hier. Ein Kuss kann es zeigen. Ich... Oh, ich... Was... Oh, Mr. Derlitz. Der Bewohner des Fleisches, Nixie Pirka. Er ist zufriedengestellt. Ihr Körper wird seine 1000 Jungen ehrenvoll beherbergen. Alvin Derlitz musste etwas lernen. Wer Mythologie sucht, kann auch von ihr gefunden werden. Und diese Suchen tragen Früchte. Night Springs. In Night Springs. Eieiei, richtig, richtig coole Filmchen. Hier ist ein Radio. Das können wir nicht anmachen. Ja, irgendwie sowas wie die Menschenfresser oder so. Da gab es mal so einen Film. Uralt das Ding. Die Menschenfresser kehren zurück oder irgendwie sowas. Habe ich mir als Kind damals angeschaut bei meinen Eltern. War eine Videokassette vor vielen, vielen Jahren. Und ja, davon hatte ich ein Trauma, ne? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Sehr, sehr jung auf jeden Fall. Wake wird vom Dunkel angegriffen. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Okay, alles klar. Also es sieht so aus, als würden wir bald baden gehen. Okay, gehen wir mal weiter. Ah, oh Gott, ey. Das ist hoffentlich kein Bulldozer. Sieht mir aus wie so ein Pickup-Truck, so ein Abschleppwagen. Was war das denn? Da ist die Treppe eingestürzt. Na sicher. Ja. Okay, Leute. Okay, Leute, da ist ein Bulldozer. Ja, das ist jetzt natürlich ganz schlecht, Leute. Helen, du musst da auch weglaufen, ne? So, wir brauchen jetzt mal die Leuchtpistole am besten. Oh, wow, eine Kugel hat gereicht. Das ist nice natürlich. Gar nicht so schwer gewesen diesmal. Wir haben hier noch ein Hombre. Oh, 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 Alan, du musst auch schießen, Junge.
Du musst auch schießen. Alter, damit kann ich sie mir vielleicht gerade noch mal so vom Leib halten. Eieieiei. Also dieser große Bulldozer, der war jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Ich habe viel mehr Schwierigkeiten mit diesen ganzen Dingern, die hier rumfliegen. Und vor allen Dingen mit diesen Schattenwesen. Also das ist richtig hart irgendwie. Revolvermunition, Leuchtfackeln und Batterien haben wir gefunden. Und da ganz hinten ist auch noch was. Gut, das war die Bulldozer-Begebenheit. Also ich hatte schon echt Befürchtungen, dass wir hier massiv ins Gras beißen, wie so ein kleines Schäfchen. Da vorne ist noch ein Kasten, den werden wir uns auch nochmal auslooten. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen was drin. So. Leuchtfackeln, sehr gut. 9 Stück haben wir mittlerweile. Sehr geil. So, da hoch können wir wahrscheinlich nicht, aber hier ist wieder ein Tor. Das machen wir mal auf. Noch mehr Batterien. Ja gut, so viel Batterien brauchen wir nicht. Wenn ich das gerade richtig erkannt habe, reicht es mit dieser Taschenlampe aus, wenn wir auf diese Schattenwesen leuchten, ohne anzuvisieren. Das heißt, wir verbrauchen keine Batterie, aber sie ist vielleicht noch stark genug, um den Schatten auszutreiben. Wisst ihr, was ich meine? So. Okay, hier ist das Auto. Das haben wir von Weitem gesehen. Mit dem können wir rumfahren. Ey, da lasse ich mich nicht lange bitten. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Das ruckelt ein bisschen. Sorry dafür. Keine Ahnung weshalb. So, da sind wir. Es ist Tag. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Es ist Tag. Und tagsüber haben wir natürlich hier gar nichts zu befürchten. Außer es kommt ein durchgeknallter Kopf, der auf uns schießt. Das Problem ist halt, wir gehen gerade... ja, ins Bergwerk. Und Leute, ihr wisst es ganz genau. Im Bergwerk ist es alles aber nicht hell. Da ist es sehr dunkel. Und ich denke, da wird es dann weitergehen hier mit unserer Monsterparade. Eieieiei. Aber schön, jetzt haben wir mal so ein bisschen Verschnaufpause. Können uns mal die Landschaft anschauen. Also das haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das Remaster vor allen Dingen auch. Es sieht schon so ein bisschen, es hat schon so ein bisschen Red Dead Redemption Feeling irgendwie. Obwohl, ich glaube, Red Dead Redemption sieht noch besser aus, ja. Und das ist halt eine Open World. Hier haben wir ja eher so, ja, wie soll ich sagen, also Schlauchlevel kann man es ja nicht nennen, aber eine wirkliche Open World ist es auch nicht. Also es ist einfach ein lineares Map-Design. Aber es sieht echt verdammt gut aus. Da vorne haben wir noch ein Auto. Vielleicht können wir da nochmal reinsteigen und das als Fortbewegungsmittel nehmen, denn ich glaube, wir haben hier noch ordentlich Strecke zurückzulegen. Kontrollpunkt erreicht. Guck mal, das sieht auf jeden Fall fahrtüchtig aus. Ja, natürlich. Habe ich es doch geahnt. Sehr wendig, die Karre. Richtig gut. Vierradantrieb merkst du sofort. Okay, alles klar. Also das Handling ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Fühlt sich an wie so ein Spielzeugauto. Und es wackelt ganz schön rum. So ein bisschen Offroad-Rally. Erinnert mich so an diese alten NASCAR-Spiele. Oh mein Gott. Ja, ja, wir machen alles kaputt hier. Aber im Autofahren war ich noch nie besonders gut. Weder im Real Life noch virtuell. Könnte die Strecke sicherlich auch zu Fuß zurücklegen. Da links haben wir eine große Brücke. Aber hier ist auch noch ein Häuschen. Das werden wir nochmal durchsuchen. Und da vorne steht auch ein anderes Auto rum. Vielleicht sollten wir das nehmen. Das sieht mir ein bisschen zuverlässiger aus. Ich weiß nicht. Mal, da haben wir noch was drin. Ein Radio. Mal sehen, was unser Moderator sagt dazu. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesem Song in Dauerschleife überlassen habe, aber ich wurde aufgehalten.
Wisst ihr, ich bin jemandem vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Okay, das ist unser Stichwort. Ja, bei der Musik verabschieden wir uns mal ganz schnell. Nicht, dass hier die Videos gesperrt werden. Und hier vorne haben wir wieder ein Auto. Da können wir auch einsteigen. Soweit ich das gesehen habe, geht es hier nach links und nach rechts. Links ist das Bergwerk. Also fahren wir natürlich erstmal nach rechts, Leute. Da hinten ist wahrscheinlich zu, aber vielleicht finden wir noch eine Kaffeekanne oder wir finden einen... Oh mein Gott, einen Abgrund! Oder wir finden einen Abgrund, ja. Also eine Manuskriptseite wollte ich eigentlich gerade sagen, aber ja gut. Also dieses Vehikel fährt sich deutlich angenehmer. Oh, oh. Ich nehme alles wieder zurück. Fährt sich genauso schwammig wie die andere Karre. Gut, geradeaus fahren sie alle gleich gut, denke ich mal. Die Autos. Solange man nicht lenken muss. Guck mal, da oben ist wieder so eine Feuerwacht. Wir hatten ja schon mal eine davon gefunden. Da waren wir auch drin. Und auch hier werden wir mal reingehen. Vielleicht finden wir noch was. Und hier ist nochmal ein anderes Auto. Vielleicht können wir da auch umsteigen. Sieht mir ein bisschen schneller aus hier, der Hobel. Oh boy. Was ist das für eine Marke? Schwer zu sagen. Mit so alten Autos kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Mit neueren auch nicht. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin nicht so der Autofan. Hier haben wir noch ein Radio. Da wir gerade den Radiomoderator gehört haben, glaube ich, dass hier diesmal irgendwas anderes übertragen wird. Oder ist das jetzt das Interview mit dem Doc? Lass uns mal reinhören. Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Sie haben mich erwischt, Pat. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei. So viel ist sicher. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet. Und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg. Und man bleibt auf ewig unvollständig. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Oder vielleicht sogar kindisch? Es schwimmen eine Menge Fische im Meer. Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Naja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay. Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig anders sehe als Sie, aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle. Oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn sie war die eine, wirklich. Und sie... Ich habe zugelassen, dass sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß. Aber seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben. Niemanden wie sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Aber ich vermisse, wie sie mich vervollständigt hat. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt. Und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Mhm. Kann ich verstehen. Er wurde von so einem Sheriff hier, beziehungsweise Bundesagent, mit der Waffe bedroht. Also... Da wird man wahrscheinlich ein bisschen, ja, nachdenklich einfach. Wäre jetzt auch nicht meine Lieblingssituation. So, wir steigen ein hier in dieses Auto und hoffen, dass es sich besser fährt etwas. Naja, also er lenkt halt ein bisschen verzögert. Das ist etwas wackelig und schwierig. Guck mal, so weit können wir gar nicht fahren mit der Karre. Hier haben wir auch schon wieder den nächsten interessanten Punkt. Ist das schon das Bergwerk? Nee. Ist es noch nicht. Es ist irgendwie so ein... Ja, wie soll man sagen? Wie so ein Kohleschacht oder sowas.
Das ist so ein Salzschacht. Also hier ist so eine Luke. Und da werden so Dinger runtergekippt. Oder ist das einfach nur eine eingestürzte Brücke? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was das sein könnte hier. Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Jetzt haben wir hier auch noch nichts gefunden. Hier oben haben wir was, eine Manuskriptseite. Ja, immerhin. Lass uns mal lesen. Die Seite lautet Mod auf der Fähre. Mod war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mod war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mod hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mod versprochen. Kann es sein, dass Mod unsere Frau entführt hat? Dass Mod der Entführer ist und dieser Mod für den Bundesagenten arbeitet? Ist der Bundesagent überhaupt ein Bundesagent? Oder gibt er sich sogar nur für einen Bundesagenten aus? Ah, wir werden es gleich herausfinden, denn wir werden den Entführer im Bergwerk treffen. Das ist ja unser Ziel. Lass uns mal hinreisen. So, wo ist mein Auto? Ja, da ist die alte Karre. Auf der Fähre hat er mich schon ausspioniert. Also da muss ich mir gleich nochmal Alan Wake Part 2 anschauen, glaube ich, ist es. Oder Part 1. Ich glaube, auf Part 1 ist es noch mit drauf. Wo wir auf der Fähre sind. Ich habe da, glaube ich, aber niemanden gesehen als den Radiosprecher. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht so genau darauf geachtet. Den Entführer haben wir ja auch schon mal gesehen. So, wir sind da. Hier ist die Kohlemine. Visitor Parking. Ja gut, dann fahren wir mal hier rechts hin. So. Ich war schon früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Naja gut, also ein Museum ist ehrlich gesagt ein bisschen abgelegen, ne? Viele Kunden oder Museumsbesucher werden hier sicherlich nicht vorbeikommen. Obwohl das Gebiet schon früher besiedelt war, ist es die eigentliche Entstehung der Stadt Bright Falls, der Gründung der Bright Falls Mining Company und der Eröffnung des Bright Falls Bergwerks im Jahr 1878 zu verdanken. Obwohl die Arbeit hart und gefährlich war, arbeiteten viele Einwanderer, unter anderem Deutsche, Polen, Italiener, Finnen und Schweden im Bergwerk. Obwohl der Bergbau zunächst große Gewinne abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Es gab zwar reiche Vorkommen, an die jedoch schwer heranzukommen war, und die vulkanische Aktivität in dieser Gegend machte die Minenschächte besonders gefährlich. Scheint wirklich eine Art Museum zu sein. Okay. Kontrollpunkt erreicht. Eine weitere Manuskriptseite. Also in diesem Kapitel scheint es sehr, sehr viele Manuskriptseiten zu geben. Guck mal hier, die meisten haben wir noch gar nicht gefunden. Sarah im Radiosender. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Okay. Also die Sprecher sind natürlich großartig hier, ne, in diesem Spiel. Also ob das nur der Radiomoderator ist oder der Sprecher, der hier Alan Wake spricht. Großartiger Job, wirklich. Und ich muss mich daran messen und hier vorlesen. In meiner alten Let's Play Gameplay Stimme hier. Junge, Junge, Junge. Da kann ich natürlich nicht mithalten, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ein Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake im Jahr 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefer gelegenen Tunnel oder ließ sie einstürzen. 32 Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben und alle Bergbauaktivitäten rund um die Bright Falls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der erhaltenen Gebäude als historische Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Und hier geht's rein. Wo ist das Hauptgebäude? Da vorne wahrscheinlich. Das scheint hier, oder? Ist das hier schon das Hauptgebäude? Könnte auch sein. Lass mal reingehen hier. Ich
Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Ja, schade. Mittlerweile ist es dunkel. Wick, wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wick. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! Also Alan Wake ist auch wirklich schmerzbefreit, ich ja? Ich musste zum Mirror Peak. Er weiß, dass im Dunkeln irgendwelche Kreaturen lauern. Scheiße. Geht's denn überhaupt raus, Leute? Und wartet trotzdem, bis die Dunkelheit hereinbricht. War nah dran. Vielleicht näher als je zuvor. Wartet, bis die Dunkelheit hereinbricht. Ja, da kommen wir nicht raus jetzt. Oh fuck, was war das für ein elendiges Gekreische hier, Leute? Keine Ahnung, wie wir hier rauskommen, ne? Ich laufe hier einfach nur wild im Kreis. Wahrscheinlich doch da hoch, oder? Zu vergessen, die Tür ist auf jeden Fall zu. Ah, warte mal, hier ist noch eine andere Tür. Ja, da kommen wir nicht raus. Ein Hebel, den können wir nicht ziehen. Das war dieselbe Tür wie eben, by the way. Ah, wir immer verloren hier drin. Ich glaube schon, dass wir in die Richtung müssen, oder? Können wir das Ding anschieben, oder was? Nee. Warum hat er die bitte nicht? Wer hat denn jetzt die Tür abgeschlossen hier, Junge? Wahrscheinlich nach unten. Wahrscheinlich einfach über die Kette drüber springen. Wir sind im unteren Bereich wieder. Und hier ist zumindest die Tür offen. Oi. Hier sind noch verschiedene Sachen. Leuchtfackeln, Batterien, eine Thermosflasche, sehr gut. Und ein Schalter. Bevor wir diesen Schalter betätigen, werde ich mich verabschieden, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn du bis zum Ende durchgehalten hast, einen Daumen nach oben von mir und vielleicht von dir einen Daumen nach oben für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne ein Abo da. Ich danke mich. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.